wie plötzlich etwas völlig Unbekanntes über diesen Tag erzählt. Und das Merkwürdige war, in den US-Geschichtsbüchern stand nichts über diese Batterie. Historisch betrachtet existierten sie scheinbar. Ich beschloss, das markierte Gebiet selbst unter die Lupe zu nehmen. Also fuhr ich nach Frankreich und fand schließlich ein dicht bewachsenes Feld. Ich suchte es ab und stieß mit dem Fuß an einen Kamin. Ich stand auf dem Dach, nicht auf dem Boden eines Gebäudes, das während der Kämpfe anscheinend zerstört worden war. Gary Stern ist buchstäblich über diesen Bunkerkomplex gestolpert. Unglaublich, dass wir vor 10, 15 Jahren nichts davon wussten. Die Leute haben mich damals völlig entgeistert.